Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und stehe hier auf dem Feld 45 von der nordfriesischen Marsch. Der hat da seine Aufgabe erledigt und hier gestriegelt und jetzt werden wir den mal weiterschicken zur 41. Erstmal den Kurs rausnehmen. So. Jetzt brauchen wir den Kurs von der 41. Da. Striegeln, jawohl, das ist der Kurs. Okay. Jetzt muss ich dem aber noch hier das Feld nennen, wo er hin soll. So, und da kann er dort direkt anfangen. Aber ersten Wegpunkt. So. Ich habe offscreen zwischenzeitlich ein bisschen weitergemacht und hatte da einige Sachen, die passiert sind. Das will ich euch kurz berichten. Und zwar werde ich jetzt mal hier aussteigen. Hier stehen jetzt einige, die sich hier ansammeln. Der nächste kommt auch schon an, die ich nachher alle verräumen muss. Und zwar ist mir hier auf dieser Map Folgendes passiert und ich weiß nicht, woran das liegt und was da überhaupt passiert ist. Ich habe ja hier mein Hofsilo stehen. Und es ist ziemlich viel da drin. Ich konnte aber plötzlich keinen Weizen hier abladen, obwohl überhaupt noch keiner drin ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Ihr seht es hier, es ist ziemlich viel drin und ich sehe nicht ein, dass ich das alles einbüße. Und dieses Silo verkaufe und Neues herstelle. Also, was habe ich gemacht? Ich habe hier vorne ein zweites hingestellt, von derselben Art. Das hat 4 Millionen Liter Inhalt. Hier konnte ich den Weizen abliefern. Das ist das gleiche Silo wie das da. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Es ist irgendwas kaputt gegangen. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Hier muss ich dann natürlich noch demnächst hier ein bisschen mit der Deko wieder nachhelfen, dass es wieder schön ist. Und die Linien, die haben zufälligerweise hier gestimmt. Denn hier vorne stand ja mal der Verteiler. Den habe ich ja gelöscht, weil der nicht funktioniert hat. Hier muss ich auch noch ein bisschen was tun. Also ich habe hier noch viel zu tun, wie es aussieht. Jetzt, nachdem sich das so ergeben hat, ich jetzt werde ich mal gleich mal auf der Rückseite schauen, habe überhaupt noch nicht nachgeguckt, wie es da aussieht. Ja, das ist hier soweit ganz in Ordnung geblieben. Okay. Da hat das gereicht, dass ich die großen Bäume in der Mitte weggenommen habe, die zwei. So, das mal dazu. Jetzt will ich mal kurz durchswitchen. Ja, der ist auf dem Weg zur 41. Das wird wohl klappen, denke ich mal. So, und dann war noch was gewesen. Jetzt steige ich wieder aus dem hier aus. Es ist nämlich noch etwas plötzlich kaputt gewesen. Und zwar ich hatte ja einen grünen Drescher gekauft jetzt vor kurzem. Den musste ich wieder abgeben. Ich konnte den nicht abladen. Der hat seine Frucht nicht abgegeben. Ich habe machen können, was ich will. Ich konnte nicht abladen. Gott sei Dank war es nur ein Rest, was da drin war. Und der Abfahrer hat bereits einen vollen Anhänger weggebracht. Und zwar ging es um den Weizen, den ich jetzt da in dem neuen gebauten Silo drin habe. Ja, was soll ich da machen? Ich habe den zum Händler fahren lassen, verkauft und habe mir einen neuen grünen Drescher gekauft. So, und der steht jetzt hier, niegelnagelneu, noch ungebraucht. Ja, und der andere hier, der hat seine Arbeit beendet und ist jetzt auch hier gelandet. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir das alles einsortiert kriegen. Es ist ein ziemlicher Stau entstanden jetzt hier. Die warten jetzt alle darauf, dass ich sie einparke. Es wird langsam Zeit, dass ich die Parkplätze einrichte. Aber ja, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Das ist halt, wie es ist, ne? Bloß so schlimm ist das auch nicht. Ich bin es gewohnt, die Fahrzeuge selber einzuparken. Also kein Problem. So, jetzt werde ich den mal hier reinschieben. Neben dem Big M kommst du zum Stehen. Wie weit bist du vorne? Ja, das ist in Ordnung so. So kannst du stehen bleiben. So, der nächste bitte.
Jetzt gehe ich natürlich in die falsche Richtung, ganz klar, ich muss darüber. Ich würde sagen, ich nehme auch erstmal den Drescher davor, den grünen und dann auch noch den roten. Werden wir die erstmal wegparken. So, hier muss ich natürlich jetzt erstmal ausstellen. Fahren wir mal ganz kurz auf die. Ja, alles klar. Der Neuling fängt an, die anderen zu touchieren. Gibt gleich wieder Lackschäden, ne? Ja. Und das alles unter Anleitung von Marietzel. Das ist wieder mal toll. Die Fahrkünste, die ich hier an den Tag lege, sind wieder fantastisch. So, jetzt fahre ich den hier rein. Dann kann er sich. Der wird gleich zwischen zwei Gestandene parkiert. Da kann er sich dann gleich mal annehmen, wie es hier lang geht. So. Jetzt. Ja, in die Richtung. Das ist verrückt. So, dann werde ich mir den erstmal vorknöpfen hier schnell noch, damit der auch an Ort und Stelle geparkt wird, wo er hingehört. Und dann habe ich da vorne die beiden noch. Das ist kein Problem. Wir haben es gleich geschafft. Na komm schon. So, jetzt habe ich drei verschiedenfarbige Drescher. Das habe ich extra so gemacht, damit ich sie unterscheiden kann. Der rote ist der einzige, der ein 20 Meter Schneidwerk hat. Die anderen beiden haben ein 14 Meter Schneidwerk. Und bei dem hier, das werde ich mir noch überlegen, ob ich das behalte. Es funktioniert einfach nicht. Der Abfahrer wird permanent blockiert. Und das ist jetzt seit dem letzten Cosplay-Update nicht besser geworden, im Gegenteil noch schlimmer. Denn vorher hat es wenigstens ab und zu funktioniert, jetzt funktioniert es gar nicht mehr. So, das dazu. Es ist einfach ärgerlich, wenn es so ist. Und ich bin wirklich ganz, ganz doll am Überlegen, ob ich das letzte Cosplay-Update wieder runternehme und das davor wieder raufziehe. Wenn hier noch mehr Ungereimtheiten auftreten sollten, werde ich genau das tun. Denn das bringt ja nichts. Da ärgert man sich nur. Und warum soll man denn das, was schon mal funktioniert hat, plötzlich nicht mehr in Anspruch nehmen wollen? Nö, sehe ich nicht ein. Sehe ich absolut partout nicht ein. So. Du stellst hier neben dem anderen Sammelwagen. Ne, das ist kein Sammelwagen. Das ist ja der Miststreuer. Mit dem werde ich hier auch arbeiten, aber nur für den Transport von Mist. So. Ich habe gerade eine Idee. Ich habe nämlich auch die zweite Sämaschine gekauft. Die könntest du eigentlich abholen fahren. Ganz genau, das machen wir mal. Ich schicke den mal zum Händler. Denn bei so vielen Feldern, die jetzt nachher dann zu bestellen sind, wenn es wieder losgeht mit Felderbestellung, ist es sinnvoll, zwei Sämaschinen zu haben. So, wollen wir mal gucken. Da schicke ich dich jetzt mal zum Händler. Ab mit dir. Kannst du den Neuling abholen. So, und jetzt setze ich erstmal ganz schnell davor. Den Hänger will ich auch noch wegparken. Da hinten rechts habe ich noch Gras stehen. Jetzt, wo ich ein weiteres Silo habe, werde ich das natürlich nicht da stehen lassen. Das werden wir gleich mal in das nächste Silo kippen. Ich will das nicht verkaufen. So, aber erstmal werden wir diesen Anhänger jetzt wegparken. So, du gehst hier rein. Ja, ich brauche eigentlich die Parkplätze nicht einfahren. Das geht so schnell, das Parken, das ist nicht so schlimm. So, aber mal schauen. Wenn ich Zeit habe, richte ich es vielleicht doch ein. Im Moment fehlt mir die Zeit ein bisschen. Jetzt werden wir uns mal das Gras hier abholen. Ich fahre aber erst noch bei der Trocknung vorbei, denn die werden ja mittlerweile ein bisschen was verarbeitet haben. Dann fülle ich da noch was auf, wenn was reinpassen sollte. So, komm mal mit.
Die anderen habe ich ja alle bestückt gehabt hier vorne. So schnell arbeiten die nicht. Ich denke mal nicht, dass da schon wieder was fehlen wird. Okay, dann komm mal mit. Wir fahren jetzt mal rum und schauen mal ab bei der Grastrocknung, was reinpasst. Wenn nicht, ist der nächste Anlaufpunkt das neue Silo, denn die Tiere sind versorgt. Ah, es passt was rein. Na wunderbar. Okay, allzu viel war es nicht. Aber es ist gut, wenn die Anlage hier wieder voll ist. Wir brauchen jede Menge Heu. So, und da werden wir jetzt einmal das neue Silo mit dem restlichen Gras bestücken. Denn wenn ich das einfach nur verkaufe, das sehe ich nicht ein. Das ist wertvoll. Das erste Silo hier vorne ist voll damit. Also hier rein damit. Jawohl. So, kippen wir das mal alles da rein. Und ich werde gleich noch ein Schild aufbauen für dieses Silo, damit ich einen Überblick behalte. Aber erstmal lasse ich den abkippen. Gut, das hat funktioniert. So, du kannst weiterarbeiten. Du bist ein Sammelwagen. Wir haben Stroh ohne Ende. Jetzt muss ich nur mal gucken, auf welches Feld ich dich jetzt als nächstes schicke. Ich denke mal, das war... Ich schicke dich mal zur 67, dann schauen wir mal. Ich glaube, dort hatten wir Stroh. So. Fahr mal dahin. Und dann schauen wir gleich mal. So, jetzt zurück zum Silo. Ich muss ein Schild aufstellen. Naja. Ich werde jetzt anstreben, dass ich das erste Silo leer mache hier. Und dann stelle ich da ein anderes wieder hin, was dann... Na, ich weiß es noch nicht genau. Mal gucken, so schnell wird das nicht leer, da ist nämlich ziemlich viel drin. So, jetzt werde ich mal gucken wegen einem Schild. Einem Schild. Das hatte ich unter Tools. Genau. Und zwar dieses hier. So. Ich denke mal so. Ja, so steht's gut. Jawohl, prima. Also das zeigt natürlich von beiden Silos an. Interessant. Ja, die stehen ja dicht zusammen. Denn hier habe ich ja jetzt nur Weizen und Gras reingebracht. Gucken wir uns das gleich mal an. Hier sollte jetzt Weizen angezeigt werden, aber ich denke mal, es wird es nicht tun. Das liegt an dem anderen Silo. Was da leider Gott doch hier unten, ganz unten steht. Ja, prima. Hier konnte ich es ja schließlich reinkippen. Wie sieht denn das jetzt da auf der anderen Seite aus? Zeigt das jetzt auch Weizen an hier? Ich vermute nicht. Nein, natürlich nicht. Okay. Dann hängen die doch nicht zusammen. Dann ist das in Ordnung, aber die anderen Sachen habe ich doch noch nicht eingefüllt. Die hängen doch zusammen. Ja, es ist schon sehr, sehr merkwürdig alles. Die hängen zusammen und trotzdem zeigen sie nicht alles gemeinsam an. Den Rest, Gras ist hier mehr drin als auf der anderen Seite. Okay, vielleicht hat es das auch schon plötzlich einfach nicht angenommen. Das ist möglich. Schweinefutter. Ja, da ist schon ein bisschen was drin. Nicht viel, aber etwas. Stroh haben wir sehr viel. Und da bin ich ja noch dabei. Da wird weitergekippt. Wir sammeln ja noch Feste. Und solange hier was reinpasst, wird das auch hier reingepackt. Und der Rest wird dann in die Produktionen verteilt. Pelletfabrik zum Beispiel oder... Heizkraftwerk und so weiter und so fort. Da gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende. So, ich sehe mal gerade wieder, dass mein Avatar weg ist, weil ich im Baumenü war. Das ist auch immer so eine interessante Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum das immer passiert, aber es ist halt so.
So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Wo ist der jetzt angekommen mit dem Sammelwagen? Oh, der ist schon dran hier auf der 41. Wunderbar, das klappt also. Und der Striegel. Ah, ich glaube, ich sollte mir auch einen zweiten Striegel anschaffen. Denn ich habe ja auf Feld Nummer. Moment. Hier, zwei, auf der 72 habe ich Raps angesät. Das war jetzt momentan das Einzige, was möglich war. Wir sind im August. Alles andere ist jetzt nicht machbar. Erst im nächsten Monat kann ich noch was ansäen. Auch hier unten bei den anderen Sachen ist nur Luzerne. Und im nächsten Monat gibt es aber noch Roggen, Dinkel und Retikale die Möglichkeit. Ansonsten haben wir dieses Jahr nichts mehr, was wir ansäen können. Höchstens im Februar nachher, dann nächsten Jahres geht es dann wieder los. Okay. Also habe ich das angesät und da wird verlangt, ich werde mal hierher switchen. Jawohl, ich will einsteigen, ich steige auch direkt aus. Da steht Unkraut wachsend Striegel. Also, und der Striegel hat noch zu tun und wir werden auf anderen Feldern auch noch striegeln müssen, wenn er ausgesät ist. Ich werde mir noch einen weiteren Striegel kaufen. Wir haben ja noch Geld genug. Kalk benötigt das auch noch. Dann sollte ich den vielleicht direkt jetzt draufpacken und dann erst striegeln. Jawohl, so werde ich es machen. Gut, steigen wir mal ein. Nehmen wir mal den Kurs raus hier. So, und dann gehst du erstmal zurück nach Hause zum Hof. Denn noch haben wir August. So. Hof am Meer warten. Ja, genau. Da fährst du mir schön über den Trigger und dann ist das gut. Und brauche ich jetzt einen Traktor am Hof und muss das Kalken veranlassen. Moment, ich muss in die Richtung. So. Da drüben stehen unsere Banausen. Jedenfalls die, die da sind. Hier habe ich, nein, alles versorgt. Gut, da steht nichts mehr rum. Und zwei sind unterwegs mit dem Strohsammelwagen. Jetzt werden wir hier erstmal einsteigen. Und da holen wir uns mal beim Händler einen Striegel. Den werde ich mal zum Händler schicken. Mal gucken, ob er das von hier aus macht. Einkauf. Händler warten. Jawohl, genau. Da fährst du hin. Jo, das kriegst du hin. Das ist prima. So, dann switche ich mal weiter. Du bist hier fertig. Prima. Ach, und den anderen habe ich auch hierher geschickt. Okay, die 67 ist erledigt. Was haben wir denn noch? Stroh. Jetzt muss ich mal schauen. Ich gehe mal auf Feld. Na, Feldfrüchte ist er noch eingestellt. Hier haben wir bestimmt Stroh. Hier war Hafer. Besuchen wir das mal, das Feld? Nee, haben wir schon runter. Haben wir schon gesammelt. Gut, dann nicht. Zurück. Die 67, die hatten wir jetzt gerade gemacht. Da stehen wir gerade. Was haben wir hier auf der 68 gehabt? Da gehen wir mal gucken. Da liegt noch Stroh. Ah ja. Okay. Dann werde ich den jetzt hier auf der Motorhaube zum Stehen. Okay, ist auch nicht schlecht. Dann fährst du jetzt zu 68, denn da liegt noch Stroh. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da überhaupt schon mal Stroh gesammelt habe. Ich denke mal schon. Nö, haben wir nicht. Okay, da braucht es einen Kurs. Also, Job erstellen, Feldposition. Da gehen wir mal hier hin. So. Wir haben 22 Meter. Ich mache zwei Vorgewände. Jawohl. Ja, ich gebe dem einen eigenen Kurs. Ganz genau. Das ist das Beste. Habe ich einfach festgestellt. Ich bleibe bei. Ja, soll ich scharf machen? Nö. Ich denke mal, ich mache das weich. Wir haben ja die Ärmchen.
Im Uhrzeigersinn ist gut. Ich lasse bei 20%, aber ich gehe mal höher. Da bleibt in den Kurven noch weniger liegen, oder? Ja, ich lasse es mal so. Mal gucken. Generieren wir mal. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Also, die 68. Wie viel war das jetzt? 22? Oh, ich weiß es gerade nicht. Das gibt's ja wohl nicht, ne? Werden wir gleich sehen. Ja, es war gut. Ho, Schwein gehabt. So, also die 68. Erster Wegpunkt. Ich muss hier noch den Versatz einstellen. Dann gehe ich auf 3,5. Ah, das war schon zu viel. So. Da kannst du da hindüsen und direkt anfangen mit der Arbeit. So. Weiter zum nächsten. Du befährst zum Händler. Du bist hier fertig. Da passt aber noch Stroh rein. Und zwar eine ganze Menge. Wo schicke ich dich denn hin? Moment mal. Wir hatten noch ein Feld. Was war denn hier drauf? Da haben wir auch. Ah ja, guck an. Prima. Da waren die Tritikale drauf. Da haben wir also auch Stroh. Und das ist welches Feld? Die 71. Dann wirst du zur 71 geschickt, mein Schatz. Jetzt müssen wir nochmal durchswitchen. Wieso kippst du hier nicht ab? Hat die Brauerei etwa zu viel? Das ist ja auch wieder lustig hier. Aufmachen. Ich nehme dich mal ein Stück zurück. Es kann sein, dass das so ist. Wenn das so ist, dann werde ich das auch einlagern im Silo. Ganz klarer Fall. Ich versuche es nochmal. Keine freie Kapazität mehr. Okay. Dann ist das so. Dann schicke ich dich mal nach Hause. Erstmal alles dicht. So, Hof. Silo 2 anliefern. Ab. Weiter zum nächsten Stück. Du bist hier angekommen, um die Sämaschine abzuholen. Genau. Das ist gut. Der nächste ist unterwegs. Ich muss noch den Striegel kaufen. Das machen wir gleich. Jetzt schnappen wir uns erstmal die Sämaschine hier. Die habe ich extra anders gefärbt, dass er nicht auch blau aussieht. So kann ich sie unterscheiden. Obwohl es sind ja die gleichen Gerätschaften. Aber ich wollte einfach noch eine andere Farbe haben. Oh, er kommt angedüst. Das war aber knappig. Das war knapp. So, du fährst jetzt zum Hof. Am Meer warten, ganz genau. So, wenn wir schon in der Nähe sind und der ist gerade hier angekommen, dann werden wir das mal gleich erledigen mit dem Striegel. Da hinten kommt er angedüst. So, dann werden wir das mal machen. Wir brauchen also noch einen Striegel. Gut, wo haben wir sie? Die Striegel. Da sind sie. Gut. Dann nehmen wir den hier. Wie breit bist du? 15,2. Haben wir nie noch einen anderen? Moment mal. Moment mal. Da ist doch was im Busch. Ich gehe mal hierher. War das jetzt hier drinne? Wir schauen mal. Ich weiß genau, wir haben vom Sander noch einen Striegel, der hat eine andere Arbeitsbreite. Nein, hier drin ist das nicht.
Da gehen wir mal hier rein. Das ist ein Mulcher hier. Ja, hier ist er. Den meinte ich. So, erstmal die Geschwindigkeit erhöhen. So, dann haben wir hier 27,2 Meter Arbeitsbreite. Das ist ein Unterschied zu 15 Metern. Und den werde ich anders färben. Was ist das hier? Fliegel Dark Blue. Das kenne ich überhaupt noch nicht. Aber es glänzt. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Nevichrom haben wir noch. Ja, das ist halt ganz, ganz dunkel. Dann haben wir hier noch Navy Metallic und Navy Normal. Glänzt du oder bist du stumpf? Na, ich glaube, du glänzt. Das kann man gar nicht so richtig ausmachen. Ja, es glänzt. Jetzt kann ich es sehen. Okay. Würde ich sagen, nehmen wir mal das. Designfarbe. Was haben wir hier? Krone Blau Chrom. Nein, nee, nicht wirklich. Das ist kein schöner Kontrast. Was haben wir hier oben? Fermet Blue. Das ist ein schönes, helles zum Kontrast für das Dunkle. Das ist in Ordnung. Und dann nehmen wir noch die Felgen. Die nehme ich in Navy Chrom. So. Okay, kaufen wir das Teil. So, dann komm mal her, mein Gutster. Wir haben für dich eine Aufgabe. Du schnappst dir jetzt diesen Striegel und dann fährst du zur 72, war das, ne? Ich guck lieber gleich nochmal, sicher ist sicher. So. Ja, sieht doch klasse aus, das Teil. Fein. Der andere ist rot. Der ist jetzt blau. Okay. So, jetzt gucke ich nochmal. Ja, die 72. Da muss ich mal kurz gucken. Haben wir da schon mal gestriegelt? Nein. Okay. Dann ist das das erste Mal. Also, Shop erstellen, Feldposition. Im Uhrzeigersinn ist schon mal gut. Wir gehen hier runter auf 27. Hier gehe ich auf drei Vorgewände. Es ist ein großes, großes Feld. Wir fangen auf den Bahnen an. Scharf ist auch in Ordnung. Ich lasse es auf 20. Ja, genau. Doch, das sollte reichen. Generieren wir mal. Mal gucken, wie es aussieht. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Ah, jetzt ist das schon wieder verschwunden. Wieso? Was ist hier immer fort los? Nochmal generieren. Oder? Irgendwas stimmt hier manchmal ab und zu nicht. Also, das ist sehr, sehr eigenartig. Ich mache das nochmal. So. Das ist ja alles noch drinne. Ach, guck mal, hier haben wir jetzt 25. Ich gehe auf 20 zurück. So, weich. Nein, scharf. Nanu, was ist denn hier los? Hat sie alles verstellt? Hier hatte ich auch dreimal. Wir fangen auf den Bahnen an. Und wir haben 27 Meter, bitteschön. Das ist schon eigenartig. 27 dreimal auf Bahnen, scharf 20. Im Uhrzeigersinn, jawohl, generieren. Na.
Jetzt macht er gar nichts mehr. Da gehen wir mal ganz raus. Das gefällt mir nicht. Hier ist irgendwas faul. Nochmal zurück. So, zu dir. Hast du jetzt einen, du hast einen temporären Kurs drin. Ist der vielleicht wieder da jetzt? Gucken wir mal. Werden wir gleich sehen. Feld 72. Striegeln. 27 Meter. Okay. Zurück. Erster Wegpunkt. Jawohl, das ist drinne. Dann kriegst du jetzt hier noch die Order. Feld Nummer 72 brauchen wir. Das ist dieses. Und ab mit dir. So, wie spät haben wir es? Ja, das sind wieder herrliche Zwischenfälle gewesen und jetzt sind wir wieder über die Zeit. Ganz typisch. Okay, der war fertig. Das mache ich jetzt später. Ich steige jetzt hier aus. Ja, es ist wie verhext manchmal, ne? Meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch schon auf eure Kommentare. In dem Sinn sage ich jetzt erstmal Tschüssi für heute. Macht's gut, passt gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.